aus Regensburg, Pascal Simon! Ja, hallo, ich bin Pascal Simon. Offensichtlich. So, ich bin für mehr Abwechslung auf Poetry Slams und deswegen muss es mehr Märchen auf Poetry Slams geben. Ich beschäftige mich, hat jemand Ja gesagt? Oh, nice. Ich beschäftige mich irgendwie viel zu viel in meinem Leben mit Märchen, aber mei, so ist das jetzt. Da muss ich natürlich irgendwann auch eins schreiben und es gibt ja viele verschiedene Arten von Märchen und ich war mir da nicht ganz unschlüssig, was für eins ich schreibe und jetzt ist es ein sehr beliebiges Märchen geworden. Ja, werdet ihr gleich merken, warum. Genau. Ich beschäftige mich auch in meinem Soloprogramm mit Märchen. Ich habe Sicherheitsbedenken aus Gründen. Ein beliebiges Märchen. Es war einmal, denn wenn es nicht war, sondern vielleicht wird, dann wäre es ja kein Märchen, sondern Science Fiction. Natürlich war es auch nicht wirklich, sonst wäre es ja keine Geschichte, sondern Geschichte. Jedenfalls beginnt die Geschichte, die nicht Geschichte ist, in einem weit entfernten Land, das aber im Prinzip genauso aussieht wie das, in dem wir leben, nur etwas wilder, damit es interessanter klingt. Ein namenloses Kind aus einer sehr armen Familie geht alleine in den Wald, um Feuerholz zu sammeln, damit sie in der Nacht nicht frieren müssen. Weil es großen Hunger hat, streift es aber zunächst ein wenig umher auf der Suche nach etwas Essbarem. Plötzlich entdeckt es ein magisches Wesen, das in Schwierigkeiten steckt. Das Wesen, eine Mischung aus Fee, Kobold, Elvis und Waffeleisen, gesprochen von Matthias Schweighöfer, fragt das Kind nach Rettung aus dieser unangenehmen Lage. Und weil das Kind ein gutes Herz hat, hilft es dem magischen Wesen natürlich und es wird dafür reich belohnt. Ein üppiges Picknick erscheint, an dem sich das Kind satt essen kann und außerdem seiner Familie noch großzügig etwas davon mitbringt. Am anderen Tag ist das böse Stiefgeschwisterkind, das das gute Kind immer mobbt, aber stets damit durchkommt, weil es vom Stiefelternteil bevorzugt behandelt wird und das andere Elternteil ein Waschlappen ist, also kein echter Lappen aus Stoff, so eine Art von Märchen ist das nun auch wieder nicht, an der Reihe in den Wald zu gehen, um Feuerholz zu sammeln, damit die Familie in der Nacht nicht frieren muss. Wiederholungen sind im Märchen nämlich genauso wichtig wie ellenlange Schachtelsätze, die kein Arsch vorlesen kann. Denn wozu auch, ist ja nicht so, dass man Märchen mal spontan vorlesen möchte. Ist ein bisschen Metakritik drin. Auch das böse Kind trifft beim hungrigen Umherstreifen auf das magische Wesen, das schon wieder in denselben Schwierigkeiten steckt und man möchte meinen, das macht das mit Absicht. Es fragt auch das böse Kind um Hilfe, das fragt aber zuerst zurück, was es denn dafür bekäme, wenn es ihm helfe und das magische Wesen hat nichts anzubieten, außer seine Dankbarkeit. Das böse Kind macht daraufhin eine rüde Geste und lässt das Wesen zurück, isst ein paar Beeren, sammelt das Holz und geht nach Hause. Am nächsten Tag geht wieder das gute Kind in den Wald und sucht nach dem magischen Wesen. Leider sucht es vergeblich, denn nach der Erfahrung des letzten Tages hat es sich in eine Hexe verwandelt und stellt den Kindern eine neue Prüfung. Als das gute Kind die Hexe auf einer Lichtung erblickt, erschrickt es zunächst sehr, bleibt aber dann ruhig und unvoreingenommen. Die Hexe fragt das Kind, ob es auf ihren Korb, der mit köstlichem Essen beladen war, für einen Moment aufpassen könnte, damit sie eine Erledigung besorgen oder eine Besorgung erledigen könnte. Als Belohnung sollte es auch etwas von dem Essen abbekommen. Das Kind erklärt sich natürlich bereit und die Hexe geht weg. Allerdings versteckt sie sich nur hinter einem Baum, um das Kind zu beobachten. Nachdem es geduldig 10 Minuten da gewartet hat, wird es der Hexe zu langweilig und sie geht zurück auf die Lichtung. Sie bedankt sich vielmals bei dem Kind und überlässt ihm so viel Essen, wie es nur tragen kann. Was einerseits voll nett, andererseits auch etwas unpraktisch ist, weil es ja jetzt kein Feuerholz mehr mitbringen kann. Egal. Wieder am nächsten Tag geht erneut das böse Kind in den Wald, um Feuerholz zu sammeln, was eigentlich dagegen spricht, dass es bevorzugt behandelt wird, aber sowas fällt dem jungen Zuhörer eh nicht auf. Es trifft ebenfalls auf die Hexe, die es fragt, ob es auf ihren Korb aufpassen könne, bis sie zurückkäme. Als Belohnung sollte es so viel Essen erhalten, wie es tragen kann. Das böse Kind bejaht, aber fasst bereits den Plan, sich zunächst satt zu essen und dann den Korb zu klauen, sobald die Hexe außer Sichtweite ist. Die Hexe verschwindet wieder hinter dem Baum und das böse Kind macht sich über den Korb her. Da wird sie sehr wütend und ab hier wird relevant, ob es ein deutsches Märchen ist oder nicht.
Denn wenn ja, dann vergiftet sie mit einem Zauber das Essen, woraufhin das Kind mindestens krank wird, tendenziell aber auch stirbt. Und wenn es ganz, ganz blöd läuft, dann stirbt auch die ganze Familie, weil es ihnen vorher noch das Essen angedreht hat. Manchmal überlebt aber auch das gute Kind und das Nicht-Stiefelternteil, weil die ja nicht böse sind. Naja, wenn es aber kein deutsches Märchen ist, dann verwandelt die Hexe das böse Kind in eine Mischung aus Troll, Seepferdchen und Backpapier, das dazu verdammt ist, sich jeden Tag in Schwierigkeiten zu bringen, um von Kindern gefunden zu werden, damit es sie prüfen kann. Damit ist sie auch ihren eigenen Fluch los, der sie überhaupt in diese Lage gebracht hat. Freudig macht sie endlich Feierabend und verbringt den Rest ihres Lebens auf Malle. Und die Moral von der Geschichte verrate ich nicht.